Hey, hier kommen deine Sternzeichen-Quickies für die neue Woche, für die Woche vom 20. bis zum 26. Februar 2023. Schön, dass du da bist. Wenn du neu hier sein solltest, du musst dich hier nicht mühsam vorarbeiten, sondern unten in der Infobox hier unter diesem Video hast du alle Sternzeichen mit einem Zeitstempel versehen. Das heißt, du brauchst da einfach nur draufklicken und wirst dann automatisch dahin gehopst, wo du hin möchtest. Für das Sternzeichen, den Aszendent, das Sonnenzeichen, das Mondzeichen, das dich gerade interessiert. Interessiert für dich oder für wen auch immer du schaust, denk natürlich dran, es ist ein allgemeines Kartenreading. Also bitte nimm es nur an, wenn es mit dir in Resonanz geht. Mach es nicht passend. Wenn es nicht passen will, dann passt es halt eben auch mal nicht. Das sind ja halt nun mal die allgemeinen Readings. Wenn du ein persönliches Kartenreading buchen möchtest, auch hier den Link zur Buchung und zu all meinen anderen Angeboten unten in der Infobox. Dort findest du auch aufgelistet, welche Kartendecks ich heute benutze. So, das gesagt. Legen wir los mit unserem Wassermann. Was ist das Thema, das Motto, der Hinweis, der rote Faden für den Wassermann in der neuen Woche vom 20. bis zum 26. Februar 2023? Und da kommt die Karte der Sonne. Und ja, jetzt wo ich gerade hier dieses Video drehe, es ist hier im Süden Berlins total sonnig und schön, blauer Himmel, milde Temperaturen, vielleicht bei dir auch in dieser Woche. Also genieß es auch, tank auf, mach immer mal wieder eine kleine Pause. Und wenn es nur 5 Minuten sind oder wenn du dich nur ans geöffnete Fenster stellst oder auf den Balkon oder auf dem Weg von der Garage zum Haus oder zum Auto zurück oder wie auch immer, mal so kurz so innehalten und auftanken. Ne? Also das können wir jetzt einfach mal so ganz wortwörtlich sehen. Nichtsdestotrotz ist natürlich damit auch eine Lebenseinstellung gemeint. Ne? So ein sonniges Genießen, die Dinge positiv sehen, das Schöne sehen, das Schöne auch genießen und auch bewusst so verinnerlichen, sich bewusst darüber freuen, in so einen Dankbarkeitsmodus zu gehen. Und es nicht so abzuhaken, wie, ja, das läuft ja alles so, ne? Und dann sich nicht darüber freuen und nicht nur um die Sachen kümmern, die dich nicht erfreuen. Und wir gucken jetzt mal noch ins Tarot für den Wassermann, was so in dieser Woche hier auch noch ansteht. Wir haben den Ritter der Münzen. Also ja. Dieses Schöne sehen, diese Zuversicht in der Welt sehen, das Positive sehen, vertrauensvoll auf die Welt schauen und sagen, es wird alles wunderbar laufen, weil ich habe es ja in der Hand. Ich habe ja mein Potenzial und meine Sonne, guck mal hierher, in der Hand. Es liegt ja an mir, was ich draus mache aus diesen ganzen Sachen. Was könnte dem Ganzen dann im Weg stehen? Was könnte dem Ganzen dann im Weg stehen? Eigentlich nur, eigentlich nichts. Ist nicht zu machen, steht dem Ganzen im Weg. Ist nicht zu machen. Du hast hier keinerlei komische Sachen von außen oder irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwas Komisches oder so, sondern das Einzige, was dir im Weg stehen könnte, wäre davon zu träumen und es nicht zu tun. Das ist das Einzige. Also du hast es total in der Hand. Haben wir noch einen Rat für den Wassermann in der neuen Woche? Haben wir noch einen Rat? Der Rat lautet, guck mal, dass du bei allem, was du so durchdenkst, jetzt ist ja der Wassermann Luftzeichen, ja, also, und wir haben ja den König der Schwerter, den König der Luftzeichen, dass du nicht versuchst, alles so zu zerdenken, sondern eben wirklich zu genießen. Ja, also wir stehen ja auch nicht draußen und sagen, ach, na mal gucken, wie lange die Sonne scheint. Ich nehme mal einen Schirm mit. Wenn da dunkle Wolken am Himmel sind, dann nimm einen Schirm mit. Aber wo keine Wolken sind, da manifestiert ihr doch auch keine hin. Genieß doch das, was da ist. Das wäre so der Rat für dich, für den Wassermann in der neuen Woche. Jetzt gucken wir mal noch, was der Wassermann ein bisschen weniger tun sollte oder loslassen kann. Da habe ich zwei Karten für dich. Einmal, lass das Verlangen, deine Wildheit zu zähmen hinter dir. Lass davon los, ja. Sondern bringe deinem Geist bei, deinem Herzen zu folgen. Passt ja auch nochmal zum König der Schwerter von eben. Ne? Also zügle nicht deine Wildheit, deine Verrücktheit, zügle das auf gar keinen Fall. Leb nicht zu angepasst, so muss man ja, so wird von mir erwartet und so weiter, sondern nee, leb deine Wildheit aus und guck, dass du dein Herz lauter sprechen lässt als dein Kopf. Und ich habe hier noch, vergleich dich nicht mit anderen, lächle, sei zufrieden mit
deiner natürlichen Schönheit. Passt ja auch nochmal hier zur Hauptbotschaft mit der Sonne, ne? Sei zufrieden mit dem, was da ist, vergleich dich nicht, sondern wisse, du bist ganz wunderbar so, wie du bist, lieber Wassermann. Was für eine schöne Botschaft. Okay, gucken wir bei den Fischen. Was haben wir für die Fische in der Woche vom 20. bis 26.2.? Was steht da an? Jetzt musste ich gerade mal gucken, ob meine Aufzeichnung läuft. Nicht, dass ich hier eine Stunde lang ein Video drehe und dann zeichne ich das nicht auf, aber es läuft. Gut. Okay, die Fische in der neuen Woche. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Das war ziemlich doof. Okay, da springt es mir entgegen. Die Fische haben die Karte des Sommers und wir haben hier unsere Honigbiene, die ihre Waben schon fast vollständig gefüllt hat. Und wir haben ja auch den Untertitel, ein, ja, also tauche ein, genieße, bade in Freude und Licht. Also fast so ein bisschen ähnlich wie die Botschaft des Wassermanns gerade, so dieses tauch ein in die Sonne, die da ist. Je nachdem, wo du wohnst, wenn es Sonnenstrahlen in dieser Woche um dich herum gibt, dann geh raus, genieß die Sonne und wenn es nur 5 Minuten sind, tauche ein. Also nimm das Wort wörtlich, ja, die Frühlingsgefühle kommen und manchmal ist die Sonne ja jetzt auch schon so richtig warm. Ich war gestern mit meiner Nachbarin spazieren und uns war so warm. Wir waren nämlich für Winter gekleidet, aber es war einfach schon super warm. Aber nimm es auch im übertragenen Sinne, ja, der Sommer, alles blüht auf, die Lebensfreude kommt zurück, man trifft sich mehr, man geht raus, man ist so voller, ja, man lebt so aus der Fülle heraus und dieses Gefühl darfst du jetzt schon in die neue Woche für dich reinnehmen, aus der Fülle, aus den vollen Schöpfen, aus der Freude schöpfen. Vielleicht siehst du auch, dass die Farben irgendwie bunter sind, dass alles irgendwie ein bisschen schöner ist. Ja, guck mal, ob das wie du das für die Woche für dich einrichten kannst, dass einfach alles so ein bisschen, naja, leichter dahergeht, leichtfüßiger. Es sind ja nie die Dinge, die uns die Sachen schwer machen. Es ist ja, wie wir die Dinge angehen, was es uns schwer macht, ne? Also guck mal, dass du alles ein bisschen leichtfüßiger angehen kannst. Jetzt gucken wir mal noch ins Tarot, was wir hier für die Fische haben. Worum es da gehen könnte. Es sieht nach beruflichen Sachen aus. Ja, also vielleicht hast du eine Diskrepanz, liebes Fischlein, zwischen dem, was du fühlst und dem, was sich in der realen Welt manifestiert hat. Ja, also vielleicht spürst du schon, du hast irgendeine Idee und die summt, ja, wie diese Honigwabe hier. Die summt, die vibriert, die ist toll, das ist eine große Idee und du merkst es schon und du spürst auch, die Kunden kommen, die Leute kommen. Die Anerkennung kommt, das kommt, aber es ist halt noch nicht da. Und jetzt ist es natürlich da leicht, in so eine Verwirrung reinzugehen oder in eine Unsicherheit reinzugehen und zu sagen, naja, aber ich fühle es, aber es ist ja nicht da. Also fühle ich jetzt falsch? Sondern nee, wir wissen ja, nach der Quantenphysik, Zeit läuft nicht horizontal, linear, sondern vertikal. Alles passiert gleichzeitig. Also deswegen kannst du hier schon fühlen, was da passieren wird. Also da. Was da passieren wird, weil ja alles gleichzeitig stattfindet. Aber um uns Zeit sichtbarer zu machen, machen wir ja oft eine Linie draus. Und deswegen fühlst du hier was, was da erst stattfinden wird auf deiner Zeitlinie, weil es ja aber nach Quantenphysik alles gleichzeitig passiert. Also es ist kein Widerspruch in sich. Verwirrt es? Absolut. Aber vertrau darauf, vertrau deinem Gefühl von, ich habe das Gefühl, das wird gut. Und auch wenn es nicht gut ist, wenn du einen Kurs anbietest und der wird nicht gebucht, biete ihn nochmal an, biete ihn nochmal an, biete ihn nochmal an. Das wird kommen. Und vergiss nicht, das Universum arbeitet ab in der Reihenfolge, in der du reinschickst. Also wenn du in der Vergangenheit reingeschickt hast, ne, das wird ja doch nichts. Oder was ist, wenn sich keiner anmeldet? Und dann arbeitet das Universum jetzt noch die alten Gedanken ab. Also fang an, in dieses Vertrauen reinzugehen, in diese Selbstsicherheit reinzugehen. Ich spüre doch, dass es gut ist und biete es nochmal, nochmal, nochmal an. Bleib in dem Vertrauen und das Universum wird dann auf seiner Liste das mit reinbringen. So, was sollten die Fische denn diese Woche hinter sich lassen oder loslassen? Da haben wir... Lass deine Ängste durch Meditation los, reinige dich selbst, sodass du ein Magnet wirst für das, was dein Herz wirklich haben möchte. Siehst du? Sag ich doch. Sag ich doch.
Also bitte. Und der Hinweis mit der Meditation, total wertvoll. Macht das am besten gleich das erste beim Aufwachen, das letzte vorm zu Bett gehen. Meditiere, ob geführt oder mit dir, und versetz dich nochmal in dieses Gefühl der Üppigkeit, der Fülle rein und das, was klappen wird, weil es einfach klappen muss. Weil du fühlst es ja. Du fühlst es nicht falsch. Bleib in diesem Vertrauen. So, der Widder in der neuen Woche. Der Widder in der Woche vom 20. bis zum 26.2. Okay, Sternenahne oder Sternenvorfahren. Folge der Stimme deiner Seele. Ganz, ganz spannende Geschichte. Haben ja, na, eigentlich haben wir noch mehr, aber wir haben ja, sagen wir mal, so drei grundlegende Stimmen in uns. Wir haben den Kopf, wir haben das Herz und wir haben die Seele, die Intuition, nennt's Bauchgefühl. Ja, so. Und oftmals ist der Kopf die lauteste Stimme, was eigentlich total Quatsch ist, weil diese drei Stimmen, da ist keine besser oder schlechter. Ich sollte nicht mehr auf das eine hören als auf das andere. Ich habe diese drei Stimmen, damit ich sie alle drei berücksichtige. Den Kopf, die Emotionalität, das Mitgefühl und meine Intuition, meine Seelenstimme, die nicht unbedingt immer rational zu begründen ist, aber die eben da ist. Und oftmals ist es ja so, dass wir hier sehr, sehr laut sind und hier schon leiser werden und da, naja, überstimmen. Und der Hinweis an dieser Woche ist: Hör mal mehr auf die Seelenstimme, dreh die mal ein bisschen lauter im Lautstärkeregler, die anderen vielleicht ein bisschen leiser. Nicht, dass du die anderen ausschalten sollst, aber leiser drehen, ja? Übrigens, März, ich glaube am 23. März, findest du auch unten in der Infobox aufgelistet, gebe ich ja wieder einen Workshop zur Einführung ins systemische Aufstellen. Da machen wir genau das. Wie kriegst du alle Antworten zu den Fragen, die du hast, aus dir selbst heraus? Man sagt ja immer, alle Antworten sind in dir, nur keiner weiß, wo die sind. Und ich zeige dir, wo die Antworten sind. Also vielleicht hast du Lust, dich anzumelden. Unten drunter ist der Anmeldelink, ist ein Samstag. Ich glaube, das ist der 23. Guck mal rein, steht da drin. Da zeige ich dir, und viele andere tolle Sachen zeige ich dir auch. Aber dieses, wie komme ich an meine Antworten ran? Wie kriege ich das hin, dass ich wirklich meine Stimmen unterschiedlich voneinander befragen kann? Vielleicht hast du Lust drauf, dann melde dich da an. Jetzt gucken wir aber noch ins Tarot, was wir hier noch haben. Ja, den König der Kelche. Das ist jemand, der es eigentlich weiß, also fühlt, aber manchmal zurückhält. Der ist so jemand, der ist so ein liebenswürdiger Mensch. Das ist so ein, ne, und jetzt lass dich nicht davon ablenken, ob hier ein Mann drauf ist. Wenn du eine Frau bist, es geht um die Grundenergie, ne? Es geht um zu dem stehen, lieber Widder, was du wahrnimmst. Und das vielleicht auch mal nach außen zu kommunizieren, weil, ne, das ist so ein bisschen so harte Schale, weicher Kern. Eigentlich ist der König der Kelche ganz verbunden und weiß genau, was er fühlt, weiß genau, was er wahrnimmt. Heißt aber nicht unbedingt, dass er immer danach handelt. Was gut ist, wenn es hochhergeht, ja, wie wir es hier auf der Karte sehen, ja, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann bewahrt er einen kühlen Kopf und die Ruhe. Der ist in der Lage, das ist ein perfekter Anführer, ja. Perfekter Chef, perfekter, ja, wenn alles den Bach runtergeht, willst du den vor dir haben. Weil der dich da aus der Scheiße rausholt, weil der den kühlen Kopf bewahren kann, trotz der Emotionen, die er ja auch wahrnimmt. Und gleichzeitig, aber wenn es darum geht, der eigenen inneren Stimme zu vertrauen, der hört sie, aber der geht nicht immer danach. Das ist der, der in jemanden verliebt ist und die Liebeserklärung nicht macht. Das ist der, der spürt, dass irgendwas seltsam ist, aber es aber für sich behält. Muss nicht unbedingt sein. Aber jetzt in dem Zusammenhang würde ich sagen, definitiv. Also guck mal, wo du was wahrnimmst, lieber Widder, was raus muss, raus will, durch dich auf die Welt gebracht werden will, und wo du zurückhältst. Dich selbst, deine Ideen, etwas, was gesagt werden muss, eine Emotion, über die gesprochen werden möchte, was auch immer. Es ist super, im richtigen Zeitpunkt einen kühlen Kopf zu bewahren, aber wisse auch, wenn es an der Zeit ist, auch seine Intuition, auch seine Seelenbotschaften zu hören und nach diesen zu gehen und diesen zu folgen. So, was sollte der wieder hinter sich lassen in der neuen Woche? Ja, wenn du den Pfeil nicht loslässt, dann brauchst du auch gar nicht erst dich danach ausrichten und zielen. Ja, also Ziele und dann lass den Pfeil los. Ja, genau das.
Genau das fasst dieses Reading perfekt zusammen. Es bringt doch nichts, wenn du den Bogen spannst. Hatten wir es nicht letzte Woche auch schon für dich? Wenn du den Bogen spannst und das Ziel ins Visier nimmst und dann gehst nach Hause. Also, schieß den Pfeil ab. Meine Güte. Herrlich. Okay. Kommen wir zum Stier. Was haben wir für den Stier in der neuen Woche? Ups. Der Stier in der Woche vom 20. bis zum 26. Februar. Was haben wir für den lieben Stier? Ups. Da haben wir, ähnlich wie beim Widder, nur anders angegangen. Wir haben dein Krafttier sozusagen. Vertraue deiner Intuition. Guck mal, ob dir Tiere begegnen, die dir einen Hinweis geben möchten. Vielleicht hast du auch zum Anfang des neuen Jahres dich mit einem Krafttier verbunden, das dich durchs neue Jahr geleitet. Dann geh doch mal mit diesem Tier wieder in Kontakt. Oder dir begegnet gerade irgendein Tier, wo du merkst, da ist doch was. Ja, also ich sage immer, ne, wenn ich hier in meinen Garten gucke, da sind ganz oft Vögel. Natürlich sind da Vögel, da sind auch die Katzen der Nachbarschaft unterwegs. Das meine ich nicht. Manchmal ist hier irgendwas in diesem Garten los oder wenn ich im Wald unterwegs bin oder am Wasser sitze oder. Ich sage, das ist jetzt anders. Das ist nicht nur ein Vogel, der hier nach was auch immer pickt oder eine Katze, die hier einfach meinen Garten nutzt, um von A nach B zu kommen. Manchmal ist hier irgendwie komisch. Und dann gucke ich schon, was Krafttier, google mir das mal und lese das durch, was dahinter stecken könnte. Also achte mal drauf, was dir so über den Weg läuft, ob jetzt in der echten Natur oder du schaltest dich durch den Fernseher durch und auf einmal bleibt dein Blick an irgendeiner Naturdoku hängen. Und es ist nicht so dieses Durchseppen von Klick, 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 sondern es ist so, nur ein Tiger oder ja, was auch immer. Denn geh da mal mit in Resonanz und google dir mal, was dieses Tier dann für dich bedeutet. Wir könnten es auch ganz, ja, so 3D auf die normale Welt bringen und sagen, wenn du ein Haustier hast, verbring mehr Zeit mit diesem Tier oder kümmere dich gut um dieses Tier oder geh mehr raus oder was auch immer. Ja, könnte man jetzt auch sagen. Aber wir gucken noch mal ins Tarot rein für den Stier, wobei deine Tiere dich unterstützen könnten. Gucken wir mal. Was ist hier los beim Stier? Ass der Münzen. Hier will irgendwas auf die Welt gebracht werden. Also jetzt könnte man wirklich sagen, geh mal mehr raus, geh mal mehr in die Natur oder geh mal in den Zoo, geh mal in den Tierpark oder wie auch immer. Oder beobachte Tiere in freier Wildbahn. Das wäre für mich jetzt das Stimmigste hier mit diesem Tor. Für den einen oder anderen Stier geht es auch darum, Hinweise des Universums zu nehmen. Immerhin geht es ja hier auch um Vertrau deinen Instinkten. Ja, also Tiere haben ja einen sehr guten Instinkt. Ne? Das sehen wir ja immer wieder auch so vor Naturkatastrophen oder sowas. Die Tiere rennen weg, lange bevor die Menschen das mitkriegen. Also, wenn du das Gefühl hast, da kommt ein super Angebot auf dich zu, wäre es vielleicht gut, schnell zuzuschnappen. Oder wenn du das Gefühl hast, da ist ein Angebot, mein Kopf denkt, das ist gut, aber mein Instinkt sagt mir, dann ist vielleicht auszuschlagen. Ne? Geht ja in alle Richtungen. Also guck mal, wenn dir da diese Woche irgendwie eine Karotte vor die Nase gehangen wird, ob es eine Karotte ist, wo dein Instinkt sagt, yay, Baby, oder wo dein Instinkt sagt, nay, Baby. Ja? Okay. Was sollte der Stier in dieser Woche hinter sich lassen? Was haben wir da? Da haben wir, genau wie beim Wassermann, mein Englisch heute. Overcome the desire to tame your wildness. Teach your mind to follow your heart. Also bitte zähme dich nicht. Denke nicht, du musst angepasst leben oder man muss ja so oder so macht man es ja auch oder also, es wird von mir erwartet, sondern nein, lass deine Wildheit weiter wild sein. Passt natürlich auch zu den Tieren. Die halten sich ja auch nicht zurück. Ein Tier macht das, was ein Tier machen will, ja. Und folge deinem Herzen. Bring deinem Hirn dabei, mehr auf dein Herz zu hören. Schöne Botschaft. Na dann, eine tolle Woche, lieber Stier. Für die Zwillinge in der neuen Woche, was ist da so los? Die Zwillinge in der Woche vom 20. bis 26.2. Was haben wir da? Warte, das waren zwei. Die haben so geklebt. Wenn die so kleben, dann
ist es immer, dass ich sage, na, die wollten ja nicht beide raus, dann müssen sie mir schon beide so entgegenspringen. So wie das hier, ne? So. Das machen wir mal nochmal. Die Zwillinge in der neuen Woche. So, hier ist einer. Wir haben den Krieger. Sei furchtlos und bleib bei dir. Und das Spannende bei der Kriegerkarte finde ich immer, der ist ja gar nicht kriegerisch. Der sieht vielleicht ein bisschen furchteinflößend aus. Der kann sich auch verteidigen, wenn er muss. Aber der ist so stark in seiner inneren Mitte, in seinen mentalen Fähigkeiten, dass man sich entweder gar nicht erst mit ihm anlegen würde oder dass er die Weitsicht hat, Dinge so zu bereinigen, dass es gar nicht erst zu einer Schlacht kommen muss. Er könnte, aber er ist nicht kriegerisch, der würde nicht anfangen. Der würde sicherlich reagieren und sich verteidigen, aber der würde nicht von sich aus anfangen, in eine Schlacht zu ziehen. Aber man sieht ihm auch an, der könnte, wenn er müsste. Jetzt gucken wir mal, wieso der Zwilling in seiner Mitte, in seiner Kraft bleiben sollte. Wir haben den Stern. Es geht um die zwei der Schwerter. Ich würde fast sagen, irgendwas bereitet dir Kopfzerbrechen und ein Teil von dir weiß, dass es gut ausgehen wird. Ein Teil von dir weiß es, aber trotzdem wappnest du dich wegen der Kriegerkarte. Jetzt fehlt mir eine Hand, um die auch noch hochzuhalten. Trotzdem wappnest du dich, aber und machst dir irgendwie Sorgen. Und gleichzeitig bist du total im Vertrauen, dass alles gut ist, dass es gar keinen Grund gibt, dir Sorgen zu machen. Und irgendwo ist ein Teil deines Körpers in Alarmbereitschaft und ein anderer Teil weiß aber, ja, wir können jetzt die Zeit mit Sorgen machen und mit Kopfzerbrechen und mit was wäre, wenn verplempern. Wir können es machen, wenn wir die Zeit dazu haben, dann machen wir das. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Eigentlich ist alles gut, alles ist in Harmonie, alles ist in Frieden. Und wenn ich wirklich auf mich selbst vertraue, dann sehe ich auch das so von meinem inneren Auge, dass das alles gut ist. Ich kann im Vertrauen bleiben, ich kann im Entspanntsein bleiben. Vielleicht würden andere Menschen sich, also es kann auch sein, dass irgendwie eine Energie von anderen auf dich aufschwappt, weil du hast diese Ängste, diese Sorgen, dieses Unwohlsein, was hier angezeigt wird, eigentlich nicht. Das passt nicht zur Situation und das passt auch nicht zur Kriegerkarte. Und von daher gehe ich aus, dass wenn du irgendwas aufschwappst, dann entweder von jemandem aus deinem Umfeld oder generell noch was Globaleres, was sozial, wie nennt man denn das hier, dein soziales Umfeld, sowas von, dann müsste man in dieser Situation sich nicht so und so verhalten. Müsste ich in dieser Situation jetzt nicht Unwohlsein, Ängste, Sorgen oder was auch immer haben? Nein, ist nicht deins. Stell dir vor, du hast wie so ein Schutzschild um dich herum und schickst diese Gedanken weg. Das, was du aufschnappst von der Gesellschaft oder von anderen Menschen, schick das weg. Du musst dich nicht so verhalten. Nur weil andere Leute jetzt in Panik verfallen müssten oder durchdrehen müssten, können sie ja. Heißt aber nicht, dass du das machen musst. Du fühlst doch, dass alles gut ist. Also bitte verbring die Zeit mit was Schönem, statt sie mit irgend so einem Mist hageln zu lassen. Brauchst du nicht. Nichtsdestotrotz, guck vielleicht auch, dass du dich in dieser Woche so kleidest, dass dieser Schutzfilm vielleicht dich auch unterstützt über deine Kleidung. Weiß ich nicht, so, ich finde immer Lederjacke ganz cool. So Leder ist so bam, ja. Irgendwie was Cooles oder mit einer Farbe, die dich stärkt. Ob das deine Lieblingsfarbe ist oder eine andere Farbe oder ein Kleidungsstück, das du wirklich sehr, sehr gerne trägst. Fast schon eher, dass du sagst, ich trage was, indem ich mich wohl und stark fühle, selbst wenn es nicht zum Anlass passt. Hauptsache, ich bin Bam. Ja? Okay, was sollte der Zwilling hinter sich lassen in dieser Woche? Da haben wir, ja, genau. Genieße den jetzigen Moment und verbastel dich nicht komplett so in die Zukunft. Ja, also, atme ein, atme aus, sei entspannt, genieße, sehen wir ja auch schön auf dem Bild, genieße das, wo du gerade stehst, ja, und mach dir nicht so viele Sorgen um was könnte, was sollte, was würde, wissen wir eh nicht, ja, also von daher genieß einfach jetzt da, wo du bist, alles, was genießenswert ist und wenn es was gibt, worum man sich Sorgen machen kann, dann kann man sich Sorgen machen, wenn es da ist. Wird aber laut der Karten nicht eintreffen.
Okay. Von den Zwillingen zum Krebs. Was haben wir für den Krebs in der Woche vom 20. bis zum 26.2.? Was steht da an? Wir haben den Mond. Mondenergien, jetzt kommt ja auch am Montag, sind wir ja im Vollmond in den Fischen. Guck halt Ausschau. Es gibt hier noch ein extra Video zu diesem, nicht Vollmond, Neumond. Habe ich Vollmond gesagt? Neumond. Neumond in Fischen. Am Montag, den 20. Startet die Neumondperiode. Und die hat es in sich. Irgendwie haben die ja immer in sich, aber diese Fische, Halleluja. Also viel Zwischenmenschliches. Eieieiei. Ziemlich weiche, überempfindliche Energien, die da unterwegs sind. Also da dürfen wir ein Augenmerk drauf halten, nicht jedes Wort so auf die Goldwaage zu legen. Und passenderweise dreht auch unser Sonnentransit am Sonntag, also am 19. mit dem Neumond am 20. Halleluja! Geht's ab. Übrigens, wenn dich die Transitenergien der Sonne interessieren, die ich ja viel, viel spannender finde als die Mondenergien, muss ich ja gestehen, dann guck mal, auch hier findest du den Link unten in der Infobox, wo ich die Sonnentransits aufbereite. Du kriegst also 52 Wochen hat ein Jahr, 52 Sonnentransits, 52 E-Mails mit 52 Impulsen für 52 Euro, also 1 € pro Woche, wo du die Sonnentransits kriegst. Dann melde dich gerne an und dann kriegst du die Infos und ist noch ein Bonus dabei für weitere Energien und wie du noch ja, generell mit jedem Monat mit den Energien so umgehen kannst. Alles hier unten drunter verlinkt, guck mal rein. Aber zurück zum Krebs. Die Mondenergien. Achte mal auf die Mondenergien. Guck dir auf jeden Fall das Video an. Das drehe ich noch. Oder je nachdem, wann du dieses Video siehst, habe ich es schon gedreht. Aber wisse, dieser Neumond ist zwischenmenschlich schwierig, genau. Ich glaube, ich habe es auch in meine Transitenergien, in meine Grundenergien mit reingeschrieben. Wer Eremit sein kann, macht das. Halt dich fern. Ist leichter. Ja, aber beschäftige dich auch mit dir selbst. Man muss ja nicht menschenscheu werden, aber ja, pass auf, dass du nicht jedes Wort auf die Goldwaage legst, dass auch du vielleicht ein bisschen achtsamer kommunizierst, vielleicht das Ganze erst so ein bisschen durchdenkst und auf den Punkt gebracht rauskommunizierst, dass wir einfach ein bisschen weicher und vorsichtiger unterwegs sind. Jetzt ist ja der Krebs eigentlich ein sehr liebevolles, ein sehr, sehr emotional durchlässiges Sternzeichen. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass du so sehr Anlass gibst, dass du dich im Ton vergreifst, aber pass auf, dass du nicht auch das Gefühl hast, dass irgendwie jemand gegen dich ist oder dich angreift oder böse zu dir ist oder dich so harsch kritisiert oder sowas, weil du vielleicht auch sehr durchlässig sein könntest, ne? Und wisse, das ist jetzt gerade dieser Neumond in Fische, der uns so ein bisschen übersensibel, ein bisschen überempfindlich machen kann. Ja, also auch wenn Sachen nicht so klappen, bitte gräm dich nicht oder verurteile dich nicht gleich selbst und sag nicht, ich bin allzu doof dazu, ich kann das halt nicht, wusste ich ja schon immer und. Wir sind einfach ein bisschen übersensibel gerade. Und jetzt bist du ein Wasserzeichen und der Neumond ist ein Wasserzeichen. Das macht es natürlich noch mal ein bisschen intensiver. Also ja, auch wenn du Sachen machst, die nicht gleich so die Resonanz bekommen, wie du es gerne hättest, gräm dich nicht. Bleib da dran, mach da weiter. Du hattest ja die Überzeugung, das zu machen. Wisst du, die Neumondenergie macht es ein bisschen. Ja, so, okay. Was sollte denn der Krebs hinter sich lassen in der neuen Woche? Was kannst du denn noch loslassen? Ja, geh nicht mit dem Kopf durch die Wand ja, das muss jetzt aber klappen und da und überhaupt, sondern lass das Leben auf dich zukommen und durch dich hindurchfließen. Alles ist perfekt, so wie es ist. Genieße den Moment, genieße das Sein, genieße, was da ist, genieße auch, was nicht da ist. Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan, aber versuch's nicht besser zu wissen als das Universum. Das Universum weiß schon, was los ist. Ja, also, ich wünsche dir eine gute Woche, lieber Krebs. So, was haben wir für den Löwen in der Woche vom 20. bis zum 26.2.? Was steht denn da so Schönes an für unseren lieben Löwen? 20. bis 26.2. Das waren zwei. Yes. Nee, schon wieder. Wenn die so kleben, dann weiß jemand nicht, welche ich nehmen soll. Also machen wir es nochmal. Es geht um
Verändere deine Sicht auf die Dinge. Die Luftgeister sind bei dir, die Beschützer der Luft, also der Gedankengänge. Ja, Luft ist Gedanken. Und guck mal, ob du in deiner Gedankenwelt die Dinge nicht vielleicht etwas anders bewerten könntest. Weil wir glauben ja das, was wir glauben. Aber wenn wir andere Sachen glauben, dann glauben wir andere Sachen. Also guck doch mal, was du anders glauben lernen kannst, damit du zu anderen Herangehensweisen, anderen Strategien, anderen Ideen, anderen Möglichkeiten, anderen Erkenntnissen kommst. Worum könnte es denn da gehen? Was soll denn der Löwe anders anschauen? Ende März, am 23. glaube ich, ist mein Einführungskurs ins systemische Aufstellen. Das ist ein Samstag, geht den ganzen Tag von 10 bis 17.30 oder so. Ich weiß es nochmal nicht. Guck unten in die Infobox, da sind alle Infos drin. Und ja, hier haben wir es nochmal, andere Herangehensweisen. Und guck mal, wenn du Lust drauf hast, wie man da wirklich nochmal so in neue Perspektiven reingehen kann, wie man sich selbst switchen kann in, ich habe es immer so gesehen, jetzt sehe ich es anders. Das, genau das machen wir unter anderem an diesem Tag. Also guck mal, wenn du da Lust drauf hast, dann melde dich gerne an. Weil es eine Online-Veranstaltung ist und ich für jeden viel Zeit haben möchte, gibt es nur begrenzte Plätze. Also freue ich mich, wenn du dabei bist. So, und jetzt guck mal hier. Es geht in der Tat um die Dinge anders sehen als das Establishment. Der Hierophant jetzt hier in dieser Kombination ist der, der sagt, so müssen wir das aber machen, so haben wir das immer gemacht und deswegen machen wir das auch weiterhin so. Aber, und gerade auch, guck mal, ob da aus dem Familiensystem was mit reinschwingt. Oder, also Familiensystem oder auch, weiß ich nicht, wenn du in einer größeren Firma arbeitest, mit so unterschiedlichen Hierarchieebenen, ob es auch sowas sein könnte. So haben wir das schon immer gemacht und deswegen machen wir das so weiter. Aber wir leben nicht mehr in schon immer. Wir leben im Heute und heute brauchen wir andere Herangehensweisen als früher. Und deswegen ist es total sinnvoll, mit einer anderen Perspektive auf die Sachen zu gehen und vielleicht andere um Rat zu fragen, die nicht festgefahren sind in dem Leben. Also wenn du das Leben haben möchtest, das andere dir vorleben, also sprich dein Familiensystem, dein berufliches System, die Systeme, in denen wir so sind, auch die Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn das, was die dir vorleben, dir gefällt, dann brauchst du auch nichts verändern. Aber ich habe hier zwei Perspektivwechselkarten liegen. Also offensichtlich scheint es ja schon darum zu gehen, dass du dir eine Veränderung wünschst, die vielleicht auch was mit beruflichem Weg und Geld und so zu tun hat. Oder auch, wie man im Miteinander umgeht, im familiären Kontext umgeht, könnte es auch sein. Aber ich glaube eher, dass es was mit Beruf zu tun hat. Und dann guck doch bitte, dass du dich mit Menschen auseinandersetzt, die dir das vorleben, das du haben willst. Weil ich sage ja nicht, dass die eigenen Eltern oder Großeltern oder wer auch immer falsche Ratgeber sind, aber wisse, zu welchem Thema du wen befragst. Und wenn die dir ein Leben vorleben, das du gerne anders führen möchtest, dann frag die nicht, dann nimm die nicht als Vorbild dafür. Nimm die als Vorbild für die Sachen, für die du sie als Vorbild nehmen kannst. Aber offensichtlich ist hier noch viel verhaftet mit sich die Erlaubnis geben, es anders zu machen, aus einer falsch verstandenen Loyalität auszubrechen und zu sagen, hey, nur weil ich es anders mache als meine Eltern oder als meine Familie, heißt es doch nicht, dass ich mit denen breche oder dass ich die doof finde, in keinster Weise. Es heißt einfach nur, ich mache bestimmte Sachen anders. Und ich darf bestimmte Sachen anders machen, weil ich andere Ziele habe als die. Die hatten ihre Ziele, ich habe meine Ziele. Und um meine Ziele zu erreichen, muss ich es anders machen, weil wir einfach andere Ziele haben. Ich habe auch andere Ziele als meine Nachbarn, ich habe auch andere Ziele als meine besten Freunde. Wir haben einfach alle andere Ziele. Deswegen heißt das doch nicht, dass wir uns nicht mögen. Das heißt nur, jeder macht das, was er für seine Zielerreichung braucht. Und das ist in keinster Weise ein Loyalitätsbruch oder ein Liebesbruch, wenn ich die Sachen anders mache. So, was soll der Löwe hinter sich lassen in der neuen Woche? Finde einen ruhigen Platz, um dich zurückzuziehen und dich mit der Mondgöttin zu verbinden. Fordert sie dich vielleicht für mehr Liebe auf. Ja, auch Liebe zu dir selbst. Jetzt haben wir ja auch den Neumond am Montag. Also halt mal nach dem Video Ausschau, dass ich noch zur Neumond-Energie drehe. Das ist ein sehr emotionaler, durchlässiger Neumond. Also guck mal auch, dass du da in der Selbstliebe bleibst und dich nicht verurteilst oder so. Ja. Die Jungfrau. Was haben wir für die Jungfrau in der Woche vom 20. bis 26.02.?
Jetzt steht hier für die Jungfrau an. Es geht um einen Medizin. Heiligen, ein Schützer, ein Begleiter, Medizinbegleiter und sei offen für heilende Informationen. Jetzt können wir ja körperlich, geistig und oder seelisch in die Heilung gehen. Also guck mal, was bei dir in Resonanz geht. Aber Fakt ist, öffne dich für medizinische Tipps, Tricks, Hinweise. Also wenn es dir auf irgendeiner Ebene, körperlich, geistig, seelisch, nicht gut geht, dann guck, dass du dir Hilfe suchst, beziehungsweise vielleicht begegnet dir auch jemand, der deine Hilfe braucht, dass du dann eben auch schaust, ob du die geben kannst. Jetzt gucken wir mal rein, womit es zu tun haben könnte. Aber Fakt ist, zum einen, doktor nicht selber dran rum, lass dir helfen. Es könnte für den einen oder anderen auch darum gehen, sich vielleicht weiterzubilden, wenn du irgendwie so einen Ruf hast, dich in eine gewisse Ausbildungsschiene zu bewegen. Dann guck mal, ob das vielleicht für dich ansteht, liebe Jungfrau. Ja, vielleicht wolltest du schon immer mal irgendwas Heilerisches dazulernen, energetisches Heilen, schamanisch, eine schamanische Ausbildung machen, Ayurveda-Ausbildung, Ernährungsberatung, einen Heilpraktiker machen und. Bei mir ins Aufstellen gehen. Ende März geht es wieder los mit den Einführungsworkshops. Ich glaube, am 23. März. Vielleicht hast du Lust, dich anzumelden und da einzutauchen ins systemische Aufstellen, Familienaufstellen, Business aufstellen, Symptomaufstellung. Also super spannendes Thema. Ja, guck mal, in welche Richtung es geht. Aber pass auch auf, ich habe jetzt hier den Turm und den Ritter der Münzen. Es scheint schon darum zu gehen, dass irgendjemand auch, naja, also irgendwas hat sehr erschüttert. Wie gesagt, ob das jetzt eine Krankheit ist, ob das ein Schock ist, man hat einen Schock erlitten, man wurde schockiert über eine Botschaft, die man erhalten hat. Ja, auch das bringt das System ja in Unruhe. Aber Fakt ist, langsam kommt die Heilung wieder zurück. Ja, also langsam rappelt man sich wieder auf, geht wieder aufs Pferd und es geht so langsam voran. Also die letzten Sachen schleichen sich offensichtlich aus. Und gib dir die Zeit, die du brauchst, dir oder jemandem in deinem Umfeld, um in die Heilung zu kommen. Ne? Manchmal sind wir auch ungeduldig mit unseren Mitmenschen, dass wenn der Partner wieder an tödlicher Männergrippe erkrankt ist oder sowas und man dann ungeduldig wird, auch dazu sagen, ich gebe der Person die Zeit, die sie braucht, um sich wieder zu sammeln und in die Kräfte zu kommen. Ja, also das sehe ich im Tarot ja immer nicht. Geht es um dich oder geht es um jemanden in deinem Umfeld? Also jedenfalls bei den allgemeinen Sachen sehe ich das nicht. Bei persönlichen Kartenreadings schon, wenn du ein persönliches Reading buchen möchtest, findest du den Link ja auch unten in der Infobox. Aber irgendwas, was sehr erschüttert hat, wie gesagt, körperlich umgehauen oder seelisch ein Schockenmoment, jemand ist gestorben, eine Trennung, irgendwas Schlimmes, eine schlimme Botschaft oder sowas, was man gehört hat und was einen sehr erschüttert hat, was man eine Weile mit sich rumgetragen hat, kommt jetzt in die Auflösung. Aber das ist der langsamste Ritter. Also langsame Schritte. Sei geduldig mit dir oder mit anderen, habe ich ja schon gesagt. Ja, also nur weil es gerade wieder gut geht, heißt nicht, dass man gleich einen Marathon rennen muss, ja? Oder nur weil die Scheidungspapiere unterschrieben sind, heißt nicht, dass man gleich sich von Trauertal setzen muss. Aber guck auch, dass du das, was passiert ist, nicht. Also nicht von 0 auf 100, aber pass auf, dass du dich nicht zurückhalten lässt mit falscher Vorsicht. Ja, sondern zu sagen, okay, wenn es durch ist, dann ist es durch, dann machen wir einen Strich drunter und dann geht's wieder mit einer neuen Geschichte, mit einem neuen Tag, mit einem neuen Kapitel in meinem Leben voran. Ja, also irgendwas kommt da in die Heilung. Bei dir oder bei jemandem in deinem Umfeld. Dann, was soll die Jungfrau hinter sich lassen? Huch, okay, das halbe Deck. Nochmal, was soll die Jungfrau hinter sich lassen in dieser Woche? Da haben wir einmal lass los, lächle und die Blumen blühen und duften wundervoll. Ja. Ein bisschen metaphorisch, ne? Fragrant are the flowers that bloom when you smile and let go. Ja. Loslassen. Loslassen. Annehmen,
fließen lassen und lass jegliche Ängste von Erfolg oder Vorerfolg hinter dir und sei einfach bereit, mehr anzubieten, als andere von dir erwarten würden. Also auf gut Deutsch, verschenk dich, verschenk dein Herz, verschenk dein Sein, verschenk deine medizinische Hilfe. Und mit verschenken meine ich nicht verschenken im Sinne von mach's kostenlos, aber biete Hilfe an, denen die Hilfe brauchen, könnte man hier auch nochmal sagen. Okay, dann kommen wir zur Waage. Das haben wir für die Waage in der Woche vom 20. bis zum 26.2. Da haben wir unseren Schutzengel des Herzens, der sagt, liebe dich selbst und lasse dich lieben. Oder auch, also liebe dich selbst steht hier gar nicht, ne? Sondern liebe und lass zu, dass du geliebt wirst. Und oftmals ist es so, dass wir sehr bereit sind, Liebe zu verschenken oder anderen unsere Zuneigung zu zeigen, aber es fällt uns manchmal so schwer, es anzunehmen. Natürlich liebe dich selbst, ne? That's for sure the most important thing, ne? Aber liebe dich selbst, liebe und lass auch Liebe zu. Und es geht halt in beide Richtungen. Und das Blöde ist, wenn ich nicht zulasse, geliebt zu werden oder Dinge, die mir gut getan werden, anzunehmen, verpufft das, verpufft die Energie. Und wahrscheinlich weißt du es selber, wenn du anderen was Gutes tust, die Freude des Verschenkens ist so unfassbar groß, die ist so immens groß. Und es ist ja egal, ob ich einen was verschenke, ja, ich schenke dir ein Kartendeck oder ich schenke dir, weiß ich nicht, meine Aufmerksamkeit, ich schenke dir Blumen, ich schenke dir was auch immer. Wer freut sich mehr, der das kriegt oder der Beschenkte, der Verschenker, der dem anderen eine Freude machen kann. Aber jetzt überleg mal, wenn du was kriegst, wenn jemand dir seine Aufmerksamkeit, seine Liebe, seine Zuneigung zeigen möchte und du nimmst das nicht an, wie das verpufft, das ist ja wirklich ein Schlag in die Fresse. Also guck mal, wo du dich vielleicht noch mehr öffnen darfst, liebe Waage, um Liebe, Zuneigung, Komplimente, was auch immer anzunehmen, generell im Leben. Ich meine, es ist jetzt hier eine Liebeskarte, es geht um Liebe, aber es ist ja nicht nur Liebe, die ich vom Partner, von der Partnerin kriege, sondern es geht ja um Liebe generell. Oder Zuneigung oder eben, ne, das habe ich auch im beruflichen Kontext, das habe ich im freundschaftlichen Kontext, das habe ich immer mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn ein Fremder dich anspricht und sagt, boah, ich mag dein Schal oder was, ja, ein Kompliment macht, dann das auch wirklich von Herzen anzunehmen. Weil wenn ich es nicht annehme, dann ist es ein Schlag in die Fresse für die Person, die verschenkt hat. Also nimm's an und frag dich auch, wenn du es nicht annehmen kannst, warum nicht? Was ging da schief in meinem Leben? Ja, da haben wir ihn hier, den König der Kelche. Harte Schale, weicher Kern. Es ist nicht so, dass er es nicht fühlt, aber das Verbalisieren ist unfassbar schwierig. Oder diese Herzmauer einzureißen. Guck mal, ob du vielleicht an deiner Herzmauer arbeiten sollen, wollen müsstest, damit du hier in so einen Fluss reinkommst, liebe Waage. Wenn du das machen möchtest, dann geh mal und mit mir vielleicht unten in die Infobox. Da gibt es einen allgemeinen Link mit all meinen Angeboten. Wenn du runterscrollst zu Shop oder also Homepage, landest du bei meinem Shop. Und dann kannst du ein Energetic Clearing bei mir buchen. Dann gehen wir mal in deine Herzmauer rein und gucken mal, dass wir die mal abgebaut kriegen. Weil hier ist irgendwas passiert, was dafür gesorgt hat, dass dein Herz ja eine Mauer aufgebaut hat. Und mit einer Herzmauer, naja, ist die Welt halt nur halb so bunt. Und die Emotionen sind nur halb so intensiv. Was immer super ist, wenn man blöde Emotionen hat und die ausbremsen möchte, weil dann ist das Leben halt, naja, schaler, fahler, aber vermeintlich sicherer. Aber wenn du es voll auskosten willst in Zukunft, wenn du die volle Schönheit haben willst des Lebens, dann geht es darum, diesen Grauschleier abzulegen, die harte Schale abzulegen, den weichen Kern freizulegen. Können wir dann mehr verletzt werden? Ja, natürlich, die Mauer ist ja weg. Können wir dann aber mehr Liebe empfangen und geben? Ja, natürlich, weil die Mauer ist ja weg. Also, das ist so ein bisschen wie, dusch mich, aber mach mich nicht nass. Ich will nur die schönen Emotionen haben. So läuft es halt nicht. Entweder ich verschließe mich vor allen Emotionen, den schönen wie den doofen, also so wie wir das halt titulieren. Eigentlich gibt es keine doofen Emotionen, es gibt nur Emotionen. Oder wir öffnen uns und dann öffnen wir uns komplett und lassen das Leben. Wir lassen einfach das Leben zu. Also, öffnen fürs Leben oder verschließen vom Leben. Deine Wahl.
Stimmt. Was sollte die Waage in dieser Woche hinter sich lassen, loslassen? Was sollte sie abwerfen? Wir würden das Paradies nicht kennen, wenn die Blumen sich weigern würden zu duften. Also vergib dich und deine Gaben, deine Geschenke absolut großherzig und frei. Na, wenn das nicht passt, weiß ich ja auch nicht. Genau. Das Paradies wäre nicht da, wenn die Blumen sich weigern würden zu duften. Wo hältst du dich, deine Liebe, das Empfangen von Liebe, das Empfangen von Paradies zurück? Mach dich auf, liebe Waage. Okay. Der Skorpion in der neuen Woche vom 20. bis 26.2. Was haben wir für unseren Skorpion? Gucken wir mal rein. Ups, es gibt, der Druide ist, halte den Raum. Okay, na dann. Gucken wir gleich mal, was damit gemeint sein könnte. Welchen Raum soll denn der Skorpion halten? Okay. 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 Ich würde fast sagen, pass auf, dass du dich nicht von deinem Thron stoßen lässt. Egal, ob du mit irgendwelchen inneren Konflikten beschäftigt bist oder ob von außen Konflikte an dich herangetragen werden. Ob irgendjemand einen Streit anfangen möchte, ob irgendjemand irgendwelche Verträge anders verhandeln will, ob irgendjemand sich nicht an Absprachen hält, ob du dich selber nicht an deine eigenen Absprachen hältst, das kann ja wirklich in alle Richtungen gehen, das wirst du dann selber sehen, worum es da geht. Aber Fakt ist, egal was an dich herangetragen wird, hold the space, lass dich nicht von deinem Thron schubsen. Bleib bei dir, bleib in deiner Kraft, sag dir immer wieder, ich bin nicht verhandelbar. Ich bin der König oder die Königin, geht ja um die Grundenergie, ne? Auf meinem Thron. Wir haben hier den Salamander, der sagt, egal was passiert, du bleibst immer König auf deinem Thron oder Königin. Nichts ist so schlimm, dass ich es nicht gelöst kriege. Und ich zeige niemandem, in dieser Woche zumindest nicht, ich zeige niemandem, dass es mich trifft, dass es was macht, mit mir macht, dass ich mir Sorgen mache, dass ich erschüttert bin. Ich zeige es nicht. Also ich kann es natürlich meinen Beratern zeigen, ich kann es meinen Vertrauten zeigen, ja, das definitiv. Aber das, was da an mich rangetragen wird, bam, scheiß ich drauf, ey. Ich tue so, als wäre es mir scheißegal. Ich halte den Raum, ich stehe über den Dingen, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, macht doch alle, was ihr wollt. Und dann kann ich ja am Abend mit Keksen, Rotwein und meiner Decke mich bei der besten Freundin ausheulen gehen oder beim besten Freund, egal. Aber ich lasse es nicht an mich herankommen. Ich denke so ein bisschen an die Queen Elizabeth II., die sagte, never complain, never explain. Ich beschwere mich nicht, ich erkläre mich auch nicht, ich stehe über den Dingen. Und was ich denn hinter verschlossenen Türen mache, das ist ja dann meine Sache. Ja, das sollte so die Haltung sein für dich, lieber Skorpion, in dieser Woche. Kriegen wir noch raus, worum es da gehen könnte? Dass du dich so ein bisschen wappnen kannst. Worum könnte es da gehen? Acht der Schwerter, wir dürfen es nicht sehen. Wir dürfen es nicht wirklich sehen. Aber ich habe das Gefühl, es hat was mit gebrochenen Versprechen zu tun oder also Versprechen im weitesten Sinne. Ob das jetzt, ja, also irgendwelche Vertragsbedingungen, irgendwelche Nachverhandlungen oder ja, irgendwie sowas. Okay, was sollte der Skorpion hinter sich lassen? Loslassen in der neuen Woche. Was haben wir da? Ja. Meditiere mehr. Lass deine Ängste oder Sorgen durch Meditation los. Reinige dich selbst, sodass du ein Magnet bist für das, was dein Herz wirklich will. Genau. Es wird genauso schlimm, wie du denkst, dass es wird, oder es wird genauso gut, wie du denkst, was es wird. Reinige dich, halt deine Gedanken rein, halt deine Emotionen rein. Nichts, was du nicht gelöst kriegst. Ja, wie der Druide. Da muss ich irgendwie so an Herr der Ringe denken. Am Ende war es doch immer Gandalf, der das Ganze gerettet hat. Also,
Das heißt nicht, dass er keine Angst hatte, in keinster Weise. Man hat ihm seine Besorgnis auch angesehen. Aber am Ende hatte er die Weisheit und blieb auf seinem Thron, blieb über den Dingen und hat das Ganze wunderbar gemanagt. Nimm dir Gandalf als Vorbild für die neue Woche, lieber Skorpion. So, was haben wir für den Schützen? Gucken wir rein, was wir für den Schützen haben. Es geht um deinen Schutzengel. Dein Schutzengel ist bei dir. Du bist nicht alleine. Vielleicht, ja, wenn du spazieren gehst, fällt dir sogar eine Feder vor die Füße oder ein anderes Symbol, ein anderes Zeichen, was dir dein Schutzengel geschickt hat. Dann nimm das auch als Zeichen deines Schutzengels oder nimm auch die Einladung an, dass wenn du irgendwelche Fragen hast in dieser Woche, dass du dich mit deinem Schutzengel verbinden kannst und ihm diese Fragen stellen kannst, lieber Schütze, dass der über dich wacht, dass der immer auf dich aufpasst, dass der alles zusammenhält und dass du mit ihm kommunizieren darfst. Der ist nicht nur unsichtbar da, sondern der ist wirklich da und frag den alles, was du fragen willst. Berufliche, private Sachen, geh mit deinem Schutzengel in Kommunikation, ob du das über Meditation machst, ob du das über Journaling machst, ob du rausgehst in die Natur und einfach beim Rausgehen gedanklich mit deinem Schutzengel sprichst. Vielleicht hast du auch viel gearbeitet in letzter Zeit und entweder ist da was stagniert auf der Arbeit, aber wenn ich an die Kartenreadings der letzten Wochen denke, da lief es ja eigentlich richtig gut für den Schützen, auch gerade wenn ich an meine täglichen Instagram Sternzeichen-Horoskope denke. Wenn du die nicht kennst, folg mir auf Instagram. Link findest du auch unten über meinen Hauptlink. Da gibt es tägliche Horoskope zu jedem Sternzeichen in kurz und knapp. Also da lief es ja eigentlich ganz gut für den Schützen. Von daher könnte ich mir vorstellen, vielleicht hast du auch ein bisschen viel gearbeitet und solltest dir mal wieder ein bisschen mehr Auszeit, gerade auch in der Natur gönnen. Spazieren gehen, wo du sonst halt schnell im Auto sitzt. Wo du sagst, ah, ja, hier der Bube, ne? Ah, ich mach das mal schnell. Statt dir die Zeit zu nehmen, die Dinge langsamer, bewusster zu machen, für dich bewusster unterwegs zu sein. Und ich habe hier wirklich den Impuls, Natur, Natur, Natur. Geh raus, alleine oder mit lieben Menschen. Vielleicht hast du auch einen lieben Menschen in der Vergangenheit ein bisschen, na, als selbstverständlich genommen oder deine Arbeit über eine Person gestellt, die dir eigentlich wichtig ist, ob das der Partner ist, beste Partner, Partnerin, bester Freund, beste Freundin, wie auch immer. Aber guck mal, dass du wieder mehr bewusste Zeit mit Personen, mit der Person oder mit Personen verbringst, die dir am Herzen sind, weil es einfach zu kurz gekommen ist. Und das wäre so der Hinweis für dich in dieser Woche, lieber Schütze. Was sollst du loslassen oder hinter dir lassen? Sollst du loslassen oder hinter dir lassen? Vergleich dich nicht mit anderen. Lächle, sei zufrieden mit deiner natürlichen Schönheit. Ja. Vergleich dich nicht mit anderen. Leb dein Leben so, wie du es leben willst. Nicht so, wie es man von dir erwartet oder allen zum Gefallen. Wie heißt es mal, wer allen alles recht macht, hat eine Person vergessen, nämlich sich selbst. Okay. Und der Steinbock, 20. bis 26.02. Was haben wir für den Steinbock in der neuen Woche? Wir haben hier unsere bewaffnete Jungfrau. Mach Pläne und halte den Fokus. Also pass auf, dass du dich nicht ablenken lässt von tausend To-Dos, von tausend Dramen, von tausend Stimmen, ob die aus deinem Kopf kommen oder ob die von außen kommen, an dich herangetragen werden. Du hast dein Ziel, du weißt, was du zu tun hast. Bitte wappne dich und halte dein Ziel, halte deinen Fokus, geh deinen Weg. Worum geht's denn da? Was ist denn da los beim Steinbock? Dass das eine wichtige Botschaft ist. Was haben wir denn da? Ja, es sieht fast so aus, als würde es sogar von dir, aus dir selbst herauskommen, dass du dir selbst Sachen schlecht redest, ausredest, vielleicht ins Zweifeln kommst. Ja, das hat nicht geklappt, das habe ich jetzt schon dreimal probiert, hat immer noch nicht geklappt. Und nee, red dir nicht selber Sachen aus. Als ich angefangen habe mit Aufstellungsarbeit, ich habe es siebenmal, sechs oder siebenmal angeboten, es kam niemand. Und dann sind sie mir die Bude eingerannt. Aber ich habe jeden Monat, habe ich es angeboten, jeden Monat, sechs oder siebenmal, es kam nie Mann. Und dann war ausgebucht. Und dann war immer ausgebucht. Dann war mit Warteliste. Also lass dir, glaub nicht immer alles, was dein Kopf dir sagt oder was dein Leben dir vielleicht zeigt. Wenn du das Gefühl hast, da ist was, was du toll findest, was dein Ziel ist, dann bleib dran.
Edison hat auch 100 Versuche gebraucht, bis die Glühbirne da war. Stell dir vor, der hätte nach dem 8. Mal aufgegeben. Gut, dann hätte jemand anders die Glühbirne erfunden. Also, ja, hier nochmal. Hör auf, dir selber Sachen, die nicht klappen, auszureden. Das ist nicht, heißt nicht, dass die Sache falsch ist. Natürlich sollten wir auch wissen, wann wir von einem toten Pferd abspringen sollten. Auch das, ja. Aber es sieht nicht so aus, als wäre das Pferd tot, sondern als würdest du den Mut verlieren, weil die Strategien, die du probiert hast, noch nicht geklappt haben. Aber lass dich nicht ablenken von deinen eigenen Gedanken nicht, auch nicht von dem, was, wenn andere sagen, ja, komm, willst du das jetzt weitermachen? Hat doch nicht geklappt. Wenn du die Überzeugung hast, ich finde die Idee nach wie vor cool, ich finde es nach wie vor geil, dann bleib da dran. Ja? Arschbacken zusammenkneifen und los. Weitermachen, weitermachen. Was könnte dir denn helfen? Was könnte dir denn dabei helfen? Hoppala. Halbe Karten weg, nicht? Das könnte dem Steinbock helfen, dran zu bleiben. Ja, besinn dich auf das, warum du mal angefangen hast, wo die Idee mal herkam, was da in dir schlummert, was da in dir freigesetzt werden möchte, was du eigentlich bewirken wolltest ursprünglich mal. Geh wieder zurück zu den Anfangsgedanken, die du hattest, als du die ganze Sache mal gestartet hattest. Was war die Magie da drin? Was war das Kribbeln? Was war das Geile? Beschwör dir das wieder rauf. Und dann wird es wieder leichter und fruchtbarer. Ist ja nicht so, dass das, was du da gerade machst, um dich selber zu strafen oder was dir hilft, guck dir mal die Farben an, guck dir mal die Energien an, das ist Kacke. Da wollen wir hin. Das willst du haben. Also Arschbacken zusammenkneifen. Besinn dich darauf, warum du mal losgegangen bist und weiter geht's. Was sollte der Steinbock hinter sich lassen in der neuen Woche? Ja, ein Fluss der Liebe fließt durch dich hindurch, wenn du loslässt. Vertrau darauf, dass alles zur rechten Zeit kommt. Es ist alles da. Das Blöde ist, das habe ich auch dem Widder, glaube ich, gesagt. Wenn wir, das Universum arbeitet ab in der Reihenfolge, indem wir Sachen schicken. Und wenn die Sachen jetzt nicht klappen, dann weil das Universum jetzt arbeitet, was du irgendwann mal gedacht hast, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Und das Universum sagt, ah, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht, kriegen wir hin. Kriegt der Steinbock, machen wir. So, heißt, wenn du jetzt anfangen würdest, dich darauf zurückzubesinnen, warum habe ich angefangen? Was ist die Magie hinter der Sache? Glaube ich da dran? Finde ich es immer noch geil? Ja, bin ich da überzeugt von? Manchmal. Manchmal reicht. Aber ja, ich bin davon überzeugt. Das ist cool. Okay. Dann schick das raus und warte, bis das Universum deinen Mist abgearbeitet hat, um dann in die guten Energien reinzugehen und dir das dann zu schicken. Wirf nicht die Flinte ins Korn. Arschbacken zusammenkneifen, weitermachen. Die Idee war gut, bleib da dran, lieber Steinbock. So, das waren sie, die Sternzeichen-Quickies für die neue Woche. Ich danke dir von Herzen fürs Einschalten. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich sage Dankeschön für jedes Gefällt mir, für jeden Kommentar, für jedes Abonnement. Für ja, all deine Unterstützung hier in welcher Form auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal, deine Denise.